und führen nach Westen, Partner. Mario, weg vom Fernsehen. Was? Weg vom Fernsehen? Weg vom Fernsehen! Da Pfefferschoten. Passt. Wunderbar. Oh, Alter. So, für alle YouTuber, die jetzt zugucken, Servus Gamer und Gamerin. Willkommen zu meinem ersten Livestream auf Twitch. Muss mal gucken, wie ich das da noch schneide. Beziehungsweise wir spielen Monster Hunter Iceborne. Ganz am Anfang. Hannes de Wald erkundet auf der Suche nach dem Legianer, der doch nichts zu suchen hat. Hier sind Legianerspuren. Hier ist nix. Und da ist auch schon Legianer. Du sagst, man muss nicht kämpfen. Da sind so viele. Paar Legianer. Wo fliegen die hin? So Ena 2. Das ist Ena 2, 3, 5, 8. 28. Hm? Hey. Hahaha, such dies. Alena. Das ist von deinen. Einer. Ist das der Weg? Alena. Am besten gar nicht schneiden. Ist das nicht Sing? Ja, lustig wird's erst, wenn wir richtig auf den Sack kriegen gleich. Der erste geht noch, hätte ich mal Eiltränke mitgeholt. Sieht aber schon mal geil aus, doch. Ist doch, was ist denn das? Kennen wir den? Nee. Was ist das? Ach. Aber gerade keine Zeit, um bei dir zu gucken. Du guckst bei mir. Ich hab gerade keine Zeit. Ich kann doch keine helfen. Bringt dran immer so Richtung Mikrofon zu schwätzen. Ich weiß gar nicht, hört man den Mikro? Ja, ja. Jürgen. Ach! Was? Ist das die, ist Alena, ist das die, Was? Bin gerade, wenn ihr kennt mich alle. Die Fotografin von der Hochzeit, glaube ich, oder? Könnte es Sinn. Oder? Oder? Du musst doch deine Fotografin von der Hochzeit. Ich weiß nicht, ich kenne sie. Ah! Servus! Der Vieh schert sich an, wie ihr scheiß Kette seht. Vielleicht hat er eine verschluckt. Und das ist deswegen so angepisst. Oh. Ja, nee. Was, ja, nee. Ja, nee, vielleicht. Auf jeden Fall, danke fürs Reinschauen, cool. Wir sind nicht ganz allein mehr. Nein, der hat auf den Sack geritt! Und man hat's nicht gesehen, warum hat ich sein Spiel nicht Spielstand nicht als Livestream? Ich hab nicht auf den Sack geritt. Bei mir ist nur er hat auf den Sack geritt gerade, er ist gerade down gegangen. Ja, ich du bist ohnmächtig geworden, Nico. Wir müssen über ein ernstes Thema sprechen. Es war eine Verzerrung vom Bild. Ja, man hört nur Nico. Muss ich drin schwätzen? Echt? Warum hört man nur Nico? Ich sitze doch viel näher am Mikrofon. Vielleicht haben sie uns auch verdaut gerade. Daher habe ich die Meister der verschiedenen Flotten sowie alle verfügbaren Feldteammitglieder der ersten. Das ist nicht die Fotografin. Wer ist noch Alena? Alema. 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 Wer ist das? Guck du mal, ich weiß es nicht. Ich komme mal beobachtet vor. Warum mache ich das hier eigentlich? Das war deine Idee. Also, das glaube ich nicht. Inzwischen wissen wohl alle hier, dass die Legianer in Scharen die neue Welt verlassen und auf die offene See hinaus. Ist das 1988 das Geburtsdatum von dir? Analytikleiter, wenn ich bitten darf. Gerne. Zunächst einmal. Als Spezies sind die Legianer weder für Langstreckenmigrationen noch danke schön. Für das Verlassen ihres Primärhabitats bekannt. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich wieder mal richtig Waffe. Warum sie mit der Überquerung des Ozeans begonnen haben, ist ein ökologisches Mysterium.
Entweder hat etwas begonnen, die biologische Natur der Legianer zu beeinflussen, oder sie wurden von einer Änderung in ihrem Habitat vertrieben. Eine Anomalie, die sie zur Migration jenseits der See genötigt hat. Schlauft ein beim Spor. Jenseits der See. Oh, guck mal, huh? Sollen wir mal dafür, dass er schön auffacht. Viel Spaß. Kommandant? Nur eine Art Déjà-vu. Nun, Ideen? Na. Ist die Frage wirklich nötig? Ich kann in ihren Augen sehen. Ja, der Spaß fängt wahrscheinlich gleich erst an, wenn ich es erst mal auf den Sack kriege und dann hier anfange, ein bisschen unentspannt da zu gehen. Oder den Nico. Sie sind nicht allein, Kommandant. Er ist nicht unentspannt. Ich habe gewonnen. Ich denke, wir sind uns einig, dass ich der Unentspannte bin. Da sind wir uns einig. Ja, die, dann mache ich jetzt mal Teambesprechung. Dann befehle ich hiermit, alle Ressourcen auf die Untersuchung des Legianer-Mysteriums zu konzentrieren. Mit sofortiger Wirkung. Jetzt wird's interessant. Kommandant, wenn wir den ziehenden Legianer folgen, dürften wir einen Ort zum Landen finden. Vielleicht sogar eine neue Insel. Eine neue Insel? Wir reisen also per Schiff. Lost. Oder besser... Lost Places. Etwas mit mehr Stimulation? Flugreisen sind schließlich unsere Spezialität. Ja. Mit Hilfe des Luftschiffs der dritten Flotte könnten wir den besten Landeort finden. Und wir könnten uns eine gute Übersicht verschaffen. Das ist also beschlossen. Ich entscheide, wer mitkommt. Aber du musst hier bleiben und auf alle aufpassen. Ja, Marie-Chef. Ich brauche Leute aus den Bereichen Versorgung und Technik. Wir benötigen eure Hilfe, um eine vorgeschobene Operationsbasis aufzubauen. Was? Und ihr beide, dieses Jahr kein Urlaub? Richtet kein eure Flotte aus, sich bereit zu machen. Wenn eure Vorbereitungen abgeschlossen sind, versammelt euch zum Rat. Wir wissen nicht, was uns da draußen erwartet. Aber das ist kein Grund zu zaudern. Wie der sterngeleitete Jugendliche müssen wir immer alles geben. Alter! Was ist? Alter! Das ist die Eisbahnkarte. Boah, fett! Ja! Das ist jetzt das bisschen, was ich bis jetzt gesehen habe. Viel Glück, Leute. Hoch noch und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Punkte, wo lagern dann. Also gut. Wegtreten. Komm ich jetzt auch direkt bei dir in die Mission? Ja. Oder labern die jetzt noch 3 Stunden? Sobald du mit dem Luftschiff fahrst gleich. Ah, der Meisterrang wurde freigeschaltet. Du treibst die Geschichte von Monster Hunter World Iceborne voran, indem du Meisterrang-Quests und Expeditionen abschließt, wodurch du im Gegenzug deinen Meisterrang erhöhst. Mit steigendem Meisterrang schaltest du nach und nach neue Queste frei, die dich vor immer größere Herausforderungen stellen. Deine Jägerrangbegrenzung wurde aufgehoben. Die folgenden Aufgaben, die deinen Jägerrang begrenzen, wurden als abgeschlossen markiert. 9 Sterne jenseits des Blablabla. Hinweis, es wurden neue optionale Quests hinzugefügt. Ja. Möchtest du Toria verlassen? Ja, kriegen wir schon hin. Learning by doing. Zeit für den nächsten großen Schritt. Sprich mit dem Kommandanten am Ratstisch, wenn du bereit bist. Mario. Was? Guck dir meine Ausdauerleiste mal an. Das passiert, Alter. Das passiert, wenn der Kerl heißes Getränk trinkt. Oh, die ist ziemlich am Arsch. Laladi Finway ist ohne und guckt Fernsehen. Kann aber gut sein, dass die gleich einmal noch im Chat ein bisschen vorbeischaut. Also nicht im Chat, vielleicht kann sich hier dann auch noch dazwischen quetschen, das ist ja kein Problem. Nehme ich auch mal an, vielleicht macht es das, vielleicht nicht. Sima. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah, jetzt wollte ich, hast mich voll rausgebrungen. Weißt du mittlerweile überhaupt, wer das ist? Nee, ich weiß es immer noch nicht, wer es ist. Ich weiß es einfach nicht. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich muss jetzt, da hinten, da ist Quest. Könntest du es Alex sein? 18.2 Das ist Alex, das könnte sein. 1988? Passt das? Wie alt ist denn das Alex? Ihr kennt mich alle. Okay. Keine Ahnung. Ah, jetzt fahr ich mit dem Luftschiff in die neue Welt. Doch, ich will los. Schon. Lass mich jetzt losreisen. Ich will Unreal Tournament spielen. Okay. Möchtest du aufs Luftschiff? Ja. Da ist jetzt die Eisbombe. Ah, jetzt geht's weiter. Was werden wir wohl Servus. Wer weiß, aber es wird spaßig.
Ich bin so froh, dass das auf Deutsch synchronisiert ist. Bei der Meisterin der Flotte. Da draußen. Ganz sicher? Ja, die Wolken zogen in die gleiche Richtung wie die Legianer. Der Wind ging Richtung Nordwesten an dem Tag, also... Lorra. Hey! Da es kalt ist, dann zieh ein bisschen mehr an. Wie es Palico aussieht. Ah ne, das ist ja noch mein normales. Ich hatte gedacht, der Pelz hat so ausgesehen. Wie von der Kulf Tarot. Ja, den habe ich auch noch an. Wie auf dem Banner der Fünften. Glück ist uns heute. Ist das normal, dass man... Ah! Ich kann kaum erwarten, loszulegen. Das bin ich schuld. Jetzt Schande das Mikrofon angehat. Danke für den Hinweis. Das ist der Spiele-Chat war noch aktiviert. Und deswegen hast du mich so gehört und im Spiel gehört. Ah, okay. Nee, doch, ja. Das war das. Ganz logisch. Also kann ich mal sagen, falls es jetzt wechseln sollte. Schon was entdeckt? Wir sind noch in der Lernphase. Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Wir sind nicht den ganzen Weg umsonst gekommen. Oh, hier ist jetzt Lagerrichtig gern mal. Wir müssen weitersuchen. Oh, geil. Oh, ich will Ach. Okay, dann warte ich mal, um dir gleich beizujoinen, wenn ich irgendwo ein schwarzes Brett finde, wo ich dir beizujoinen kann. Legiana, ha? Und wir wissen nicht, wohin sie ziehen? Ich schwätze immer noch stundenlang. Ich habe ein Gerücht über eine Insel gehört. Ja? Das wird ziemlich aufregend, hä? Ich schwätze einfach mal dran. Was zur Hölle war das? Bist du okay? Schau! Oh, jetzt entdecken sie die Insel. Die Strömungen werden stärker. Gut festhalten. Ja. Ich hoffe, jetzt hört man es immer normal und nicht doppelt. Partner, mir geht's gut. Aber wichtiger, schau, eine Insel. Und er ist einfach stumm. Er sagt gar nichts. Ist das eine Insel? Unserer nie. Du hast recht. Vielleicht eine Landmasse. Nimm ihn, mein Palico. Wir können nicht weiter. Zu gefährlich. Aber wir sind fast da. Wir müssen uns neu formieren. Ihr beide, geht rein. Gehen wir. Du voraus. So, er hängt sich da dran und dann bin ich mal gespannt, was jetzt los ist. Allein schon wieder Ewigkeiten, bis ich mich hier wieder zurechtfinde. Ich mag keine Veränderungen. Bis später! Ob der Nice-Zeit hat. Oh, wow. Ne, sieht nicht so aus. Frostschüsse. Ist bei dir noch alles klar? Ja, guck dich mal im Dorf um, dann kann ich immer direkt nachher gleich alles sahen. Da muss ich nicht auch noch sinnlos darum irren. Ah, hier kann man die Beutezüge und so holen. Ja, der Nico ist halt, wie gesagt, ein bisschen weiter wie ich. Damit er direkt meine Missionen beitreten kann. Ja, also ich bin so 20. Ich bin jetzt hier ganz neu und frisch. In dem Spiel, deswegen ich weiß gar nicht, was jetzt hier abgeht. Ja, hoffentlich auch nicht. Okay. Das Spiel ist ja auch erst seit ich da draußen, also sonst wäre. Ah, hier ist die Schmiede. Okay. So, jetzt laufe ich auch endlich mal drum. Wow. Schau dir all den Schnee an. Oh, und es ist so kalt. Wir können nicht lange in dieser Kälte bleiben. Boah, Alter, der Schnee ist doch wirklich geil animiert. Da, das sind neue Waffen. Lass uns ein Lager aufschlagen, bevor wir erfrieren. Geil. Da, das sind alle gar neu. Bei der Gelegenheit können wir uns was Wärmeres anziehen. Alter, Seltenheit 10. Seltenheit 12. Oh, leck. Geil, Ulrich. Das gibt nochmal stundenlanges Zocken. Das gibt wieder stundenlang. Tagelanges Zocken. Kratzer, das doch gibt halt wieder entdecken und dann jeder für sich wieder hunderte Stunden nur farmen, ey. Du kannst jetzt das Schreckwolfs-Dekor-Rüstungsset. Keine Sorge, deine Rüstungseffekte und Fähigkeiten. Ah, besser. Aber es ist immer noch so kalt. Was ist das nur für ein Ort? Ich will aber die Dekorrüstung. Lass uns nach einem guten Landeplatz für das Luftschiff suchen. Hab ich jetzt hier mit Der Boden hier ist uneben. Pass auf! Nee, ja.
Das ist geil gemacht mit dem Schnee. Und was muss man als erstes in den Schnee zeichnen? Ich fand das Gefühl, dass es ein Penis ist. Ein natürlicher Penis, was soll man sonst machen? Und... ziemlicher Verkrüppelter, mit Emma durchgeschnitten. Aus diesen Pfefferschoten können wir ein Heißgetränk herstellen, um die Kälte zu besiegen. Ah, Pfefferschoten. Heißgetränk. Ansonsten geht dein Ausdauer. Da vorne wird es viel versprechen. Muss ich direkt trinken, das Heißgetränk? Ja. Machen wir das so. Ja, trinken. Lass uns hier durch. So, Waffe, wunderbar. Steck die mal weg. Krieg ich mal wieder durch. Oh, leg, hoffentlich krieg ich das gleich mit Kämpfen nochmal geschiss. Ich muss selber nochmal überlegen. Ich komm da sieht aber nice aus, ey. Oh, geil, die Bisons, oder was das ist. Pepes. Pepes? Pepes. Pepe. Das glaube ich eben gesagt, gell. Schau, ein Pepe. Ein Pepe. So. Legiana Spuren. Kann ich die Pepe erledigen? Die sind also hier. Ja. Direkt mal getötet. Also typisch, typisch Mensch. Typisch Mensch, eine neue Lebensform gesehen. Oh, erst neue Lebensform. Schlitzt sie auf. Erstmal töten. Häutet sie, tötet sie. Also häuten und töten. Ich habe mehr Kombo nicht mehr im Kopf, welche? Diese, die ich im Schwert mache. Ein bisschen schlecht. Es gibt ja jetzt bestimmt neue Hammer-Kombis. Die bestimmt interessant zu wissen wäre, wenn ich wüsste. Wie mache ich das? Zack. Zack, zack. Ne, noch muss ich gedrückt fallen. Oh fuck, wie waren das noch? Guck doch kurz im Jäger-Notizbuch, wenn ich sonst nicht raus. Warte. Warte. Ne, so lade ich den Schlag auf. Komm her, Pepe. Jäger-Notizen, da könnte man doch Waffenkombos gucken. Genau, Waffenschwärme. Ich brauch beim Hammer was Neues dabei kommen. Warum laden wir das nicht auf? Schau doch ein Fiole da. Och, keine Ahnung, ob beim Hammer was dabei kommen ist. Oh, es hat das Schild direkt aufgeladen. Ah, jetzt! Genau, solches Schwert. So, jetzt habe ich Schild und Schwert aufgeladen. Schild geht aber gleich schon wieder weg, weil das nur mit einer Fiole aufgeladen hat. Kannst du ein Leuchtsignal schicken? Diese Spuren aus wie... Ich weiß dann nicht, ob das geht. Ich habe die Szene noch nicht gesehen. Welche? Ich habe ganz ähnliche in der neuen Welt gesehen. Da war ich mal entspannt. So, und jetzt kann ich das in die Fiole packen. Eindeutig Spuren eines großen Monsters. Ah ja, wunderbar. Und jetzt kannst du das Schild aufladen, dass das nicht gleich wieder verschwindet. Theoretisch gesehen, mit 5 Fiolen. Ne, jetzt lade ich das Schwert auf. Das Schild lade ich wie auf? So. Genau so. Zack. So, jetzt weiß ich schon mal, wie man alles auflädt. Wie gesagt, ich warte dann mal auf dich. Ja, ich beeil mich jetzt. Ich mach da jetzt so. Jetzt gehen wir auf Monsterjagd. Worum es auch eigentlich reden im Spiel. Eine weitere Spur.
gesagt, kannst du gleich mal Leute vorher schicken. Kann ich gucken, ob ich da beitreten kann? Es ist direkt, wenn die der Kampf beginnt, ne? Normalerweise ja. Ich bin nur gerade am gucken, wo schwarzes Board ist, damit ich auch ein bisschen annehmen kann. Sonst kann ich dir nämlich nicht helfen. Ein Paper? Oh oh. Oh oh. Oh oh, Schneefisch. Schneehai. Ah, da ist es gerade. Gut. Quest haben. Ich guck, ob ich direkt das Notzeichen zünden kann, ey. Nicht, dass der mich da dann währenddessen auseinanderholt. Beethodus. Beotodus. Also sieht doch bis aus, der Beotodus. Ich suche nach einem Landeplatz. Du sicherst das Gebiet, Partner. Wo war das? Wo war Notleuchtzeichen? Laut meinen Notizen wird dieses Monster Beotodus. Ah, ich kann's nicht ab. Geht nicht. Geht nicht. Alter! Die Beine sind wohl der Schwachpunkt. Locke ihn aus dem Schnee, damit du ihn angreifen kannst. Ich hätte was essen könnten. Du kannst die Schleuder auch einsetzen, wenn du deine Waffe gezogen hast. Warte auf den richtigen Moment und schieß. Alter! Ich hätte was essen sollten vor der. Oh, Nick, jetzt lädt er mich schon direkt um. Ah, bisschen schlecht. Trink den scheiß Trank! Bist du seit einer Sekunde im Kampf mit deinem Jetschen am Schwächeln? Ja, ich muss mich. Aber ich mich darauf konzentriert habe, dass du da bist, dass ich dich in die Mission kriege. Und meine Ausdauer ist am Arsch. Ich habe nichts gefressen, ich habe gar nichts gemacht. So, jetzt gerade auf den Sack. Schildet ihn! Schild, Wall! Ich geh mal kurz in den Trainingsbereich und mal einen Hammer. Was die neue Kombos sind, ja? In der Zeit, wo die mit dem Kämpfen. Der Wichser hat mich voll umgelegt, ey. Egal. Oh ne, ich seh Sternchen. Jetzt greifen mich irgendwelche Luftfäuschel an. Alter, was geht denn ab? Schwert ist aufgeladen, nochmal. Er hat schon irgendwas gebrochen, Grit. Ja, du kannst schon den Schnee abbrechen. Oh ja, jetzt kostet ne. Der wird böse. Oh, daneben. Oh, kotzt mich. Der wird böse. Ich frage mal, warum ich mich so gefreut habe, das Spiel zu spielen. Ah, jetzt ist er. Ne, kein Sternchen. Oh, Gott sei Dank seht ihr auch Sternchen. Was macht er da? Er rennt nicht. Ich bin voll im Schnee drin. Ich muss die Viecher weglegen, das wird nix. Nicht den. Aber meine Waffe ist schon mal sehr effektiv gegen ihn. Ich glaube, ich spiele gleich ein bisschen mit Hammer. Wenn ich Hammer mit der Lust habe, bin ich ewig nicht. Warte, ich schlafe mir nachher. Waffe schärfen. Feuerschutzmantel, ich glaube, den brauche ich hier nicht. Rohes Fleisch, Astera Jerky. Kann ich das grillen, das rohe Fleisch? Nein, den habe ich nicht dabei, der Grillspieß, oder? Doch. Hat deine Nase immer dabei. Muss ich auf Viereck drücken oder auf Kreis? Ach, keine Ahnung. Alles. Ich hab mir dort die Melodie eingeprägt. Gebratenes Steak. Din, din, din.
Doch, ich hab's noch drauf. Ich kann noch Steak braten. Das esse ich nämlich jetzt, weil meine Ausdauer ist am Arsch. Das ist alles am Arsch. So, und jetzt brauche ich... Kann ich noch Tränke herstellen? Scheiße, wie komme ich noch... Ah, da. So, zack, Herstellungsliste. Megaprank. Gut. So, jetzt geht's weiter. Wo bist du, du Ratte? Komm her. Energiestoß! Der mächtige Energiestoß. Pass auf, wenn ein Monster wütend ist. Halte deine Klaue zurück, bis sich die Dinge etwas beruhigt haben. Was mache ich? Ob du auch ab und zu was treffst? Nee. Ich krieg's gar nicht mehr geschissen, wie ich das aufladen tun, ey. Das Schild und alles, das ist alles zu lange her, wo ich das gespielt habe. Das ist vorher immer automatisch gegangen. Jetzt weiß ich nämlich, was ich stricken muss. Ich weiß nicht, wie es geht. Aber ich hätte jetzt auf Dings drücken müssen, ja. Kommt noch ein zweites Monster dabei, wunderbar. Oh ja! Bös gelegt. Oh, er trifft aber auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr zusammen, wie es geht. Oh, er hört nicht auf zu schreien. Was ist mit dir, du Krüppel? Komm her. Bist du so als nächstes? Jetzt weiß ich nochmal so, und dann muss ich R drücken. Dann. Die Kälte kann deine Ausdauer beeinflussen. Perfekter Moment für ein nettes, heißes Getränk. Heißgetränk. Das kleine Menü unten, wo man sich immer 30 Stunden durchklickt. Was? Was steht da? Sers? Ne, ich treffe an nichts. Ey, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, ja? Ja, heute kam das neue DLC. Eigentlich Gister. Was haben wir denn heute? Ne, Gister, ja, am 6. kam das, genau. Ne, der Mario trifft nichts. Null. Fuck you. Ich musste erstmal nochmal reinkommen da. Das sind die Ausreden von dem Berlin. Der Schwachpunkt des Beotodos sind seine Beine. Greife sie jetzt an. Oh, jetzt geht er lang, Alter. Jetzt geht er richtig lang. Das ist schon in Ordnung. Schon, wenn ich sonst mit Mario zusammen gespielt habe, Atemmonster quasi allein hier. Ja, 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 als Maul. Alter. Halt gerade dein Maul. Vorhin bist du downgegangen. Ich klicke gerade, dass es keiner gesehen hat. Ich bin nie downgegangen. Kennst du doch die Filmszene? Es reicht nicht zu wissen. Sie müssen es beweisen können. Solange du immer noch bei dem Vieh spürst und ich spüre schon die ganze Zeit im Trainingsbereich die Zeit vertreiben. Jetzt geht er richtig schön böse auf die Schnauze. Oh ne, oder ich. Ey, du hast gerade gelegt. Ja, 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 werf die scheiß Wespe auf mich. Wunderbar, dankeschön. Er krabbt sich in, der Ratte. Die Ratte. Brauche ich gar nichts zu machen mit deinem Schnee. Komm her. Der Schnee ist aber schon geil gemacht. Das muss ich schon lassen. Das macht Spaß. Ja, definitiv. Oh, da liegt was. Heb's doch auf, heb's doch auf.
Boah. Sehr seltenes Material von einem Crit. Er rennt aber auch nicht mehr durch den Schnee. Er, der Hansa A, das hindert dich schon beim Laufen. Oh, jetzt sind die Sternchen. Jetzt haut da mal auf die Schnauze. Und weg, und weg, und weg, und weg, und trank, und trank, und trank, und weg, und weg, und weg. Renn doch! Warum rennst du nicht? Komm! Schildwall! Was macht er dann? Ich geh mal runter, der Zeit, wo du kämpfst, gerade steht Pizza, oder? Jo, mach das! Ich muss immer im Schildwall da rumlaufen, ey. Weil er es nicht aufgibt. Geht da steht Pizza-Rolle. Oh, das war doch jetzt gesessen. Komm, bleib gerade da, hau nicht ab. Sagenhaft, sagenhaft. Ah, Marco, servus, mein Guter. Bin gerade etwas beschäftigt. Ich lese gleich wieder im Chat. Wenn ich das Drecksvieh da gelegt habe. Mein Schild nochmal aufladen und jetzt mein Schwert und jetzt ist es schon abgehauen. Wunderbar, da kann man nochmal schärfen. So, was geht denn noch ab? Ja, ich bin halt erste Mal Twitch. Erste Mal halt. Deswegen, alles mal gucken, alles mal cool beibehalten. Dass hier überhaupt alles funktioniert, wundert mich sowieso. Oh, jetzt kommt er den Bärstandel hoch, während das Schwert schwingt. Rechtzeitig noch Schild hochgehoben. Komm, bleib gerade da. Brauch gar nicht zu männen. Oh, irgendwas haben wir am Gebrauch. Er hat auf jeden Fall nicht mehr viel Bock. Bleib doch mal da. Ja, der ist ja immer noch am Leben. Ah, jo. Er gibt's nicht auf. Oh. Kann ich gleich nochmal einen Trank schlucken, ey. Ich hab nur 5 Tränke mit. Steckt da schon ganz schön was weg, da, der. Mhm. Scheiße, ist doch ein Fehler, das ist doch ein Fehler. Nein, nein, kein Sterben, nein, nicht sterben, nicht sterben. Nein, 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 Palico, mach rein. Greif mir doch an! Oh, sauf deinen Trank. Oh, war das doch knapp. Lauf, lauf. Und der nächste Trank. Der nächste Trank. Macht er dann so? Special sieht für mich aus, als. Wo ist er denn jetzt? Oh, hinter mir. Hat das Ding schon dazwischen gefunden, wie eben bei mir, der Barot? Der Barot war noch nicht da. Also dieses komische Elchvieh war schon da. Mhm.
Das ist der Barot. Achso, das ist der Barot. Neuer Barot. Oh. Der steckt aber ganz schön was weg, aber also ohne Witz. Oh, jetzt kostet's noch. Komm schon, lass das doch treffen. Oh, der letzte natürlich nicht. Der Hauptschlag natürlich nicht. Komm, steck die Waffe weg. Steck die Waffe doch weg. Oh, er kriegt die Waffe nicht weggesteckt. Man hört dich wieder doppelt. Warum hört man mich doppelt? Wahrscheinlich wegen dem Stream da im... Ah, das kann sein. Ja? Ich weiß es nicht. Hat man jetzt immer noch doppelt? Ich habe eigentlich nur ein Mikrofon an. Ich weiß nicht, wenn man schon doppelt hören könnte. Und durch die Zeitverzögerung im Stream wahrscheinlich. Ja, aber das ist so laut, ist der Laptop doch nicht. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob man es jetzt immer noch. Ich will die ganze Zeit schon nichts doppelt. Okay. Wo ist er denn jetzt schon nochmal? Ah, da haut er ab. Dann schärfen wir die Wache. Immer noch doppelt. Schon nix doppelt. Die ganze Zeit schon eben. Okay. Also doppelt oder nicht doppelt? Das ist hier die Frage. Ist das überhaupt ein Kollege von dir? Der Marco? Ah. Ja. Okay. Guten Tag. Aus dem Alpha-Tech. Hm. Ja, kennst du auch. Guten Tag. Lad dein Schwert auf! Alter, was steckt dann der in jetzt? Ohne Witz! Ja, der hat echt viel Leben. Ich hab schon überlegt, es hat ja eben gehischt, dass wir jetzt auf dem Meisterrang sind und auch, dass die Monster Meisterrang haben. Ja, du brauchst das so Spiel wenn nämlich gar nicht zu spielen, wenn du das andere gar nicht gespielt hast. Nee, weil rein vom Leben her hat er dort deutlich mehr als sein Schlampendant, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Jetzt kommt er nochmal hoch. Zieh nicht nochmal nicht. Jetzt Lieder am Boden, mach doch was. Jetzt haut er ab, jetzt ist er am Arsch. Und ich falle dabei. Oh ne, es hat noch keinen Totenkopf. Hast du deine Frau weggeschickt? Ne, die ist unten. Kann ich eh nicht fangen. Ah, den kann man gar nicht fangen. Ne, steht aber er jage. Ah, er jage. Aber das macht aber nichts. Fangen kommt das gleiche raus. Okay. Nur wenn da steht fangen, kannst du nicht töten. Aber jagen kannst du fangen oder jagen. Aber ich glaube schon eh keine Falle dabei, von daher ist egal. Ich könnte mir die Blitzkapsel ausrüsten. Was wäre das? Oh, Gesundheitsbooster. Warum benutze ich den Scheiß die ganze Zeit eingeschnitten? Hast du Achmut die neue Klammerklaue ausprobiert? Nee. L2 Kreis. Kannst du das Kram mal probieren? Und dann Kreis. Was macht er dann? Dann Kreis. Hast du doch gerade gesehen, wie er die Klammerklaue schießt. Das muss ich jetzt machen, wenn er. Kann ich da hinten in meinem Booster stehen? Oh. Er ist ganz schön flink. Komm da hinten bei meinem Energiebooster. Bei mein. Komm her, komm bei mich. Oh nee, jetzt habe ich keinen Hitzetrank mehr. Oder macht er den automatisch, weil ich habe immer Pfefferschoten. Doch, ich habe ein heiß Getränk. Oh, das nächste, was wir machen müssen, nachdem du deiner Jagd hast, ist eine Expedition. Die können wir auf jeden Fall zu tun. Oh, Expedition ist cool, das können wir machen. Das ist schön. Oh, er lädt mich aber tausendmal jetzt. Ich klicke mich da unten durchs Menü durch. Halt doch mal deinen scheiß verfickten. Guck mal, der Palico. Ja, ich weiß. Ich kann aber gerade nicht, weil.
Oh, er hat einfach nicht gefallen. Wart ein verficktes Schild auf! Oh! Der geht einem schon tierisch auf den Sack. Also ich denke, das wird leichter, der Start. Jetzt kommt der Palico. Jetzt kommt der Palico mit der scheiß Mücke an. Den finde ich aber nicht mal schwer, weil viel abziehen tut er nicht. Ja, was? Jetzt habe ich dich, du Drecksratte. Der ist einfach nur nervig wie Sau. Ich weiß gar nicht, was ich stricken muss, wenn er mich abwerft. Hab ich nie getrickt. Ich spring immer hin und her, wenn er versucht, mich abzuwerfen. Ja, man sieht jetzt auch gerade sehr viel. Ja, die Kameraeinstellung. Die Kamera ist perfekt. Jetzt kriegt er auf die Schnauze. Vom Horn ab. Fuck. Gutierrez, du hast schon irgendwas gebrochen. Komm, und der aufgeladene. Ne, er schreit da. Der hat nochmal, es war klar, dass er jetzt schreit. Jetzt humpelt er weg. Komm her. Das Schreie hat uns zwei schon ein bisschen zur Weißblut gepumpt in der Vergangenheit. So. Was hat er da? Hat was fallen gelassen? Stechkapsel. Ich ufere Saale nicht zu schwätzen, verkrauch die ganze Leid, Mario. Nix, original. Wer ist das? Nix, Saale nicht. Man muss Saale nicht schwätzen. Ich anfange Hochdeutsch zu schwätzen, das ist viel schlimmer, da verkrau ich viel mehr Leid. Ah, jetzt hört man es nicht mehr. Das war wirklich der Ton vom, tatsächlich, vom PC, ne? Selber, weil er zu nah am Mikrofon ist. Okay, gut. Nicht Honig, Herstellungsliste. Honig kann ich kennen, wunderbar, kann ich keinen Megatrank machen. Wo ist die Ratte? Doch recht. Ah, der schläft da. Ich habe keine Falle dabei, verdammt. Ich bin nicht gefangen. Hätte ich die Scheiße nämlich hinter mir. Hat doch auch noch kein Totenkopf, oder? Doch, er ist am Arsch. Wenn er schläft, ist er am Arsch. Besser hatte ich auch dabei. Oh Scheiße, das hat ich mal kein Stehen. Brauchst du nicht. Mach der aufgeladene Schlag. Guck mal, du hast Fiole zum Auflader. Oh, ja. Für brauchst du dann stehen? Für auf das Fass. Ach Quatsch, einfach drauf hauen. Erwische ein Monster mit deiner Klaue, um dich daran festzukrallen. Ich will jetzt die Klammerklaue nicht benutzen. Benutz die neue Klammerklaue. Er schreit und ich kann mich nicht bewegen, weil er schreit. Er will lieber sterben, als dann sein scheiß verficktes Schild hochzuhalten. Das haben wir uns doch schon bei Lunastra so. Komm schon, jetzt aber. Zack! Oh ja, der doch war böse. Oh, der doch war böse. Und tot! Getötet! Zappen! Schließe deine Expedition ab und lass uns treffen. Sehr schön. Und looten, und looten. Und looten. Und looten. Und ich brauch neue Shisha-Kohlen. Du musst die Expedition manuell beenden. Ja. Aber erst tue ich da jetzt mal den Kamerad leer looten. Übrigens, ich hatte da hinten noch ein neues Packen Shisha-Zeug hingelegt. Wurde mir mit. Ah, ja, wunderbar. Ich musst du Kohle aufleben und ein neues Fett machen. Das ist Pfirsich-Asche gesagt, gell? Ja. Könnte man mal probieren. Oh, da muss ich das ganze Ding auspacken. Dann, gut, nicht. Dann nicht. Ich habe nur vier, fünf Sorte auf. So, Expedition ist einfach beenden, ne? Steht da, oder was? Ja. Schließe die Expedition ab. Aber warte mal, wie war denn das so? Karte? Ah, gut. Gehen wir ins Lager zurück. Guck mal, was für... Ja, wie wenig mehr erst erkunden dann. Also die Welt ist knapp viermal so groß wie das, was wir bis jetzt gesehen haben. Das Ding, vier, fünfmal so groß. Das ist doch geil. Ja. Vielleicht kommt ja auch noch Ende dabei, oder ist das nur die Door-Map? Ich glaube, das ist die Map, aber auf der anderen Maps kommen ja jetzt wieder neue Monstern und alles. Ja. Mit Pfefferschoten kannst du Heißgetränk machen. Ah, von Expedition zurückkehren. Gesundheit. Dankeschön.
Opfert das Video, was? Was? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Gucken wir mal. Fangen wir die ganzen Gegenstände an. Ich wundere sowieso, dass das Internet mitmacht. Ja, ja. Zwei PlayStation, zwei PC. Also Internet, das ist gerade ziemlich am Rennen. Lisa guckt wahrscheinlich unten Videos. Ja, Lisa hat, da habe ich gerade noch... Dann haben wir zwei PlayStation am Internet dran. Zwei PCs, also beziehungsweise Laptop-PC. Dann sind wahrscheinlich noch drei Leute aktuell mit der Handys. Drei Leute mit der Handys noch bei WLAN. Also die Leitung glüht. Die Leitung glüht. Ich hoffe, es ruckelt dann nicht und klappt das so. Wenn nicht, muss ich irgendwas schließen. Das täte man aber dann sehen, aber es sieht im Stream aus. Es sieht eigentlich ganz manierlich aus. Für den ersten Livestream? Wie viele Leute haben beim ersten Live? Es gibt Leute, die verdienen mit Twitch ihr Geld und die haben kein anständiges Overlay wie du jetzt. Ja. Kann sich sehen lassen. Wir in der Art was anderes. Marco, hast sonst halt auch nichts zu tun, wie dort Leute bei Twitch zuzugucken. Was haben wir denn heute? Samstag? Ja. Euer Xbox-Abteilung hat ganz schön abgebaut, kann das sein? Weil wir wollten was kaufen, aber haben eigentlich nur PlayStation gesehen da bei euch. Ja, mit Recht. Mit Recht. PlayStation ist einfach die bessere Xbox. Du schwätzt deinen Müll. Du schwätzt mir tut gerade beenden. Oh, wow. Ja, Livestream beendet. Gerade vorbei. Ist doch wahr. Was, wie viel exklusiv. Na, Xbox scheiße ist. Ich geh mir alles auf den Sack. Du. Ja, danke. Warum? Weil Xbox hat einen guten Exklusivtitel gehabt. Und das war Halo. Ja, aber es hat immer noch den besseren Controller. Ja, von mir aus. Ja, aber was hat PlayStation alles an Exklusivtiteln, die einfach 100.000 Mal einfach allein schon für die ganze Konsole sprechen? Man lädt dich schon da gerade gar nicht zugehört. Ich guck da das Video. Ja, ja. Ah, jetzt bauen sie das Lager auf. Klopf, klopf, klopf. Ah, gute Arbeit. Die Basis wächst und gedeiht. Fable. Ja, es gibt die Figuren, warum es die Xbox-Häuser hat. Ja, wir fanden Spuren. Ganz zweifellos. Wir müssen diese Untersuchung intensivieren. PS ist besser. Davor. Danke. Stellen wir unser Basislager fertig. So, wie das kann man da ignorieren machen und... Leute aus dem Chat verbannen. PS ist besser. Bin ich ja, dann hier der Endsichter. Jo. Ja, das ist mein Livestream, hör auf mir auf den Sack zu gehen. Oh Mann, oh. Guck mal, auf was in der Konsole spielst du dann aktuell ja, Monsanto? Ja, euch erneut für eure das erklärt doch schon alles. Bei der Erkundung danken. Der Ort, den ihr gefunden habt, ist perfekt. Aha, das ist doch Lisa. Komm, der Marco freut nicht hier. Wer hat gerade geschrieben? Ist Alex. Ich soll jetzt Strom gerade ziehen. Marco! Du musst mit, Alter, bleib ich auch von dem roten Taster so weg. Wenn der gedrückt wird, so. Ist hier alles offline. Dein Kind schläft. Da die Grundlagenarbeit erledigt ist, müssen wir unsere Verteidigung sichern, bevor wir die Legianer-Untersuchung intensivieren. Ich habe schon eine Eilanfrage für Baumaterial nach Astera geschickt. Der Transport wird in ein paar Tagen bereit sein, hier hinzusehen. Sind das Marco und Alex, also... Aber natürlich haben wir es hier mit unerkundetem Gebiet zu tun. Und es gibt keine Garantie, dass der Transport nach der Anlage... Ich will jetzt die Eier, ich will dazu. Ja, ja. Ja, so ein schwilder Scheißsohn hat die Story mitgehört. Der Landepunkt ist ziemlich weit von der Operationsbasis entfernt. Deshalb möchte ich, dass du die Umgebung untersuchst. Bitte. Bitte. Der Landepunkt ist ziemlich weit. Echt jetzt? Nee. Nee, das war ein Witz. Vorgeschobene Operationsbasis und die Ausreize. Umgebung. Ich habe es gerade. Das klingt irgendwie... Ach, mal sehen. Was hast du da auf der Hand eigentlich? Wie wäre es, wenn wir diese Basis Seliana nennen? Und die Umgebung nennen wir... Ich frage, ob du dich tätowieren hast. Ich bin so ein Tätowierer und ich hätte gerne aus Stil echter Fleck. Ich sollte doch Enttat und dir vorher mal stechen lassen, lautet mir. Seliana? Oh, das ist ein wunderbarer Name, Kommandant. Gut.
Dann möchte ich, dass ihr beide eine Expedition in die Raurife weiter unternehmt und dafür sorgt, dass der Weg sicher ist. Ja, gab's doch schon vorher. Ich vertraue darauf, das ist ja die Basis, die herstellt Selina. Selina, man nennt sie Selina. Basis Selina. Euch mit dem Gebiet Wascher, gehst du da wieder im Selina? Seid vorsichtig, vergesst nicht eure Kampfausrüstung. Wir müssen oh. Der Andy der besten Freunde. Kommandant, so, ich muss jetzt so, bevor ich da jetzt weiter schwätze und alles, ich warte noch mit Toiletten gehen, bis auf die, ich will nicht jetzt von euch zugetextet gehen. Ich bin erledigt, ich muss hier schuften, mir ein Pepe und bla bla bla. Pepe? Pepe ist ein Internet-Meme eigentlich. Die Kärteleserin hat einen Termkanal gefunden und der Technikchef, der Meister der zweiten Flotte, eine heiße Quelle gebaut. Okay, da kann man sich dann entspannen. Es ist so schlimm, wenn du irgendwo in eine Stadt kommst und jeder überall Ausrufezeichen, jeder hat dir was ganz Wichtiges zu sagen und sie texten dich irgendwie nur mit Müll zu. Und ich wollte gerade sagen, es ist doch nur, ist einfach nur Müll. Wichtiges Zeichen. Flugweiber. So. Jetzt muss ich Expedition hoch, er will damit mal schwätzen. Den darf ich nicht anholen. Der will der Missionsstelle, dann da kannst du nämlich nur noch das machen. Und das ist irgendeine Fotografen-Mission. Die kann ich mir jetzt aktuell sparen. Ich will jetzt auch nichts fotografieren. Ich will Monster und die Welt. Monster Hunter und nicht Monster Photoshop. Könnte für unsere Forschung nützlich sein. Oh nee, jetzt muss man noch Fotos machen. Kannst du dann auf Instagram hochladen. Ja. Möchtest du dem Liana-Forscher deine Hilfe viel Spaß, was auch immer du machst. Wer was? Gesagt, dass er noch gerade kurz, dass er abhaut und später nochmal reinguckt. Ey, Ali, sind die ganze Nacht da. Ey, jetzt ist ein Neuer dabei. Hui, servus. Guten Tag. So.